So, ich muss mir mal gerade die Heizung anmachen. Nimm es doch ein bisschen kalt. Ich habe zwar 22 Grad hier im Zimmer, aber irgendwie. Ich habe gemerkt, dass ich eben die Heizung ausgemacht habe. Ja, dann düse ich mal einfach mal los und hoffen das Beste. Ich weiß jetzt gar nicht, was besser ist, ob wir die Sprungschanzen-Dinger hier mitnehmen oder ob wir es dabei bleiben lassen. Nein, ich bin an Aku-Aku vorbeigefahren. Na, vielleicht kriegen wir es ja auch so hin. Warum ist denn hier keine Kiste? Ich dachte, hier wäre eine. Das ist doch voll gut gewesen. Nein! 5 Sekunden verpeilt. Super nice, super nice. Direkt verballert, schön. Ich glaube, das gibt nichts mehr mit Gold. Und schon wieder nicht gekriegt. Damit hatte ich auch irgendwie Probleme. Hätte ich die ganzen Kisten bekommen, dann wäre da richtig gut geworden. Hätte, wäre, könnte. Eine Minute. Da kriege ich. Da war so klar. Nee, ich möchte das nicht nochmal eingeben. Oh. Ich sag 55 ist Gold. Achten. Hätte ich die einfach die fucking Kisten eingesammelt, dann wäre das alles. Dann hätte ich das alles. Ach, das kriegen wir aber hin. Das ist einfach. Sag ich jetzt und hänge dann irgendwie eine halbe Stunde da dran oder so. Man kennt's ja. So, gib Gazen, Madame. Ich freue mich nämlich schon auf den nächsten Warp-Room. Ich werde jetzt. Ich habe mir gedacht, ich werde das jetzt nicht machen. Mit dem versuchen da diese Lauflevel auf Gold zu holen. Weil das ist nur unnötig Zeit verplempert, wenn ich es dann nicht schaffe. Ist schon mal schön, dass ich die hab. Das war knapp. Da weiß ich schon mal, dass ich da nicht langfahren brauche. Auch schon mal ein bisschen Zeit gespart. Das ist schön, dass du jetzt hier lang schwimmst. Das ist nicht schlimm, ich habe ja noch eine. Das ist doch mal eine gute Runde hier. So. 100 Bärchen. Ich glaube, die Platin-Zeiten bekommt man erst angezeigt, wenn man das Spiel durch hat. Glaube ich. Das ist aber jetzt wieder eine Aussage auf. Das sah lustig aus. Eine Aussage auf Nichtwissen. Fällt dieses Sprichwort nicht ein. So. Dann speichere ich gerade mal ab. Oh, schon 50 Minuten am Aufnehmen, ey. Das kommt mir gerade vor wie 5 Minuten oder so. Das Spiel macht so Spaß. 14%. Und wir sind im zweiten Warproom jetzt. Genau, ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe, hier gibt es auch einen geheimen Warproom. Der wird dann hier sein. Aber da werden wir dann hinkommen. So, jetzt haben wir hier etwas Orientalisches.
Und hier ist ein G-Wiz. Und da sehen wir auch Dingo Dial auf der linken Seite. Auch ein Lauflevel wieder. Und G-Wiz. G, weiß ich nicht, auf was sich das bezieht, aber Wiz, hier gibt es, glaube ich, Zauberer, also Wizards. Deswegen heißt das halt, glaube ich, so. Und dann können wir genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir diese Kisten vorher hätten überhaupt kaputt kriegen können. Aber wir haben jetzt diesen super geilen Bauchplatscher, wo der sich so dreht und dann noch. Wir können. Also wir müssen Kisten gar nicht wirklich berühren. Wenn das in diesem Aufschlag. Oh, davon ist eine Kiste. Wenn das in diesem Aufschlagradius drin ist, dann gehen die auch kaputt. Kann ich auch mal hier gerade demonstrieren. Zack. Schön, ne? Tolle Musik. Und die passt auch einfach zu diesem mittelalterlichen Setup hier irgendwie. Wenn man das so nennen kann. Du machst da hinten noch nix. So, war da vorne eine Nitro-Kiste oder eine TNT-Kiste? Eine Nitro-Kiste, okay. Ich wusste nur, Achtung, Achtung, Julia, hier darfst du jetzt kein Bullshit bauen. Aber, okay. So. Okay, da wurden wir einmal getroffen jetzt, aber ich habe ja noch eine Akku-Akku-Maske. Ich musste gerade nachdenken. Oh, ich habe ihn getötet. mit einer Nitro-Kiste übrigens. Ich habe heute meine Filmchen bekommen. Filmchen. nee, ich habe ja eine Polaroid-Kamera, habe ich mir zugelegt. Und da habe ich jetzt den ersten Film verschossen. Das war ein stinknormaler Farbfilm mit weißem Rand, also so richtig Standard. Und da habe ich jetzt, glaube ich, noch ein oder zwei Bilder. Also auf einem Film sind 8 Fotos drauf. Und da habe ich mir jetzt zwei neue. Oh Gott, war das knapp. Zwei neue Fotofilme gekauft. Zwar immer schwarz-weiß mit schwarzem Rand. Die sahen ganz cool aus. Und schwarz-rot mit schwarzem Rand. Ich wollte eigentlich schwarz-gelb erst kaufen, aber habe mir dann gedacht, machst du beim nächsten Mal, holst erstmal schwarz-rot. Und da bin ich mal gespannt, wie das so aussieht. Kurz vorm Ende. Ach, schade. Aber dich kriege ich da hinten in die Wand rein, oder? Ja, super nice. Super nice. Okay, wäre das Level auch schon mal fertig. Ich trinke jetzt gerade mal noch was. Ja. Ja. So, ist hier das nächste Level schon das Moped-Level? Nee. Dann ist das, glaube ich, erst in dem China-Zeit-Ding. Haben wir hier auch wieder ein Level. Und zwar ein Lauflevel. Ein orientalisches.
Die sind eigentlich auch ganz cool. Hier gibt es auch Kletterpassagen. Und Trampolins. Habt ihr eben am Anfang schon mal gesehen. Hier macht das auch richtig schön Spaß, den Speedrun zu machen. Weil ich bin schon so oft hier in den Abgrund gesprungen beim Klettern. Unfassbar. Stirb! Okay, da drüben war die Kiste. Kann jetzt hier schon der Check des Bonus? Nee. Die am besten wegrutschen, anstatt wegdrehen, weil wenn man die wegdreht, dann muss man die zweimal töten. Weil denen dann so ein komisches... so ein Topf auf den Kopf fällt. Topf auf den Kopf. Und dann muss man die halt nochmal wegdrehen. Ja, ist halt nicht so geil. Dann machen wir erstmal in die Kiste. Bevor die da zu Stein wird. Ihnchen hier mag ich auch nicht. Was? Ich hab mich doch gedreht. Pisser. Wo haben wir denn die 20 Leben hier? War doch vorhin, war ich doch noch kurz davor, Game Over zu gehen. Hier ist der Bonusbereich. So, was haben wir denn hier? Aua! Oh. Ah, da kommen wir aber, glaube ich, noch dran. Ich hatte gerade ein Ziehen im Rücken. Das war nicht so schön. Hier wird auch immer schön angezeigt, wie viele Kisten man hat. Und hier ist es halt wichtig, dass wir die TNT-Kiste anklipsen. Sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Weil sonst kommen wir nicht an die Kisten dran. Und wir haben schon über die Hälfte der Kisten. Das ist sehr schön. Aber ich freue mich so auf das Remaster-Remake-Gedöns. Wird so toll. Das ist immer an dieser Stelle, dass die CD hängen bleibt. Das ist lustig. Oh nein, aber zum Glück ist hier direkt ein Checkpoint. Boah, das habe ich so gut gemacht. Ah, da hinten sieht man schon den gelben Edelstein. Kann man den hier kriegen? Ich habe gar nicht eben drauf geachtet. Zieh dich. Ich glaube, da kommt man auch von hier aus dran. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, man kann da irgendwie hinspringen. Ich bin ja nicht so Speedrun bewandert so. Ich guck mal das mal hin und wieder mal an so. Aber. Ich habe bisher nur ein paar Speedruns gemacht. Einmal von Enter the Dragonfly. Spyro, aber da kriegt auch jeder Spaß. Jeder Blödmann hin. Entschuldigung. Oh, Moped Level Hog Ride. Ja. Und, Mirror's Edge, 2 Level. Und dann war mir das zu blöd. Okay, wir lassen die jetzt erstmal vor, damit wir uns den Edelstein holen können. Ich meine, man müsste nicht beides gleichzeitig hinkriegen. Also erstmal schön gediegen
Nö, da will ich nicht drüber. Schön gediegen hier erstmal die Kisten einsammeln. Ja, da müssen wir drüber. Okay, hier bewegen sich die Autos noch nicht. Okay, dann müssen wir auch drüber.